Hi, wir sind Annalena und Sascha von Kirido und heute bauen wir mit dir dein Kidco Sport auf. Keine Sorge, das sieht jetzt erstmal schwieriger aus, als es ist, aber schon bald begleitet er dich auf all deinen Abenteuern. Lass uns am besten sofort loslegen. Zuerst packst du alle gelieferten Teile aus und breitest sie gut sichtbar um dich herum aus. Die Verpackungsmaterialien kannst du direkt entfernen. Ein Blick ins mitgelieferte Handbuch ist hier sehr nützlich. Ist alles komplett? Dann kannst du auch schon losgehen. Das passende Werkzeug haben wir dir auch beigelegt. Zuerst löst du nun die Transportsicherung. Um den Kidco Sport aufzuklappen, stellst du dich hinter die Kabine und ziehst diese nach oben. Nun ziehst du die Querstange im Kofferraum zu dir, bis der Faltmechanismus hörbar einrastet. Jetzt kannst du das Verdeck spannen, mit den Verschlussschnallen schließen und fixieren. Siehst du? Das geht ganz einfach. Sowohl die rechte als auch die linke Seitenstange kannst du in die dafür vorgesehene Aufnahme stecken. Jetzt kommt der Schiebegriff zum Einsatz. Durch Drücken der Funktionsknöpfe kannst du diesen aufklappen. Die Steckachsen kommen in die dafür vorgesehenen Halterungen und werden mit Hilfe der Schnallen verschlossen. Jetzt schieben wir die Kopfprotektoren und die Radabweiser auf die entsprechenden Schiebeaufnahmen. Beachte, dass der linke Kopfprotektor über einen Einsatz für die Wimpelstange verfügt. Es sieht schon richtig gut aus, findest du nicht? Den ersten Teil des Aufbaus haben wir geschafft. Jetzt geht's zur Bremse. Die Handbremse befindet sich beim Einsitzer im Kabineninneren. Beim Zweisitzer muss die Handbremse noch verlegt werden. Führe dazu die Bremsseile durch die zwei unteren Löcher im Kofferraum. Achtung, ganz wichtig! Das rechte lange Seil muss durch das rechte Loch und das linke kurze Seil durch das linke Loch. Den Bremshebel kannst du nun oberhalb des Kofferraums aus dem Innenraum herausführen. Perfekt! Nachdem du das Polster am Schiebegriff auseinandergeschoben hast, kannst du die Handbremse mit der Schraube und Unterlegscheibe fixieren. Nutze dazu den Innensechskantschlüssel der Größe 5. Danach kannst du die Kabel der Bremse mit den Klettbändern hier am Schiebegriff und an der Rahmenstange im Kofferraum entlang befestigen. Wir nähern uns deinem fertigen Kidco Sport. Drehe ihn dazu auf das Dach der Kabine. Schraube als erstes den Verriegelungsknopf an der Deichselaufnahme fest. Entferne die Schutzkappen von den Blattfedern. Nun kannst du die Blattfedern auf die Blattfederaufnahmen schieben und ausrichten. Befestige diese mit den beigelegten Schrauben und Unterlegscheiben. Hier kannst du unseren Innensechskantschlüssel der Größe 4 verwenden. Jetzt kannst du auch schon die Fußparkbremse montieren. Bitte nutze hierfür wieder die beigelegten Schrauben und Unterlegscheiben. Sollten sich die Einstellhilfen nicht in der richtigen Position befinden, kannst du diese ganz einfach drehen. Lockere die Schraube am Bremsseilhalter leicht mit einem Innensechskantschlüssel der Größe 5. Führe anschließend das Bremsseil an beiden Seiten durch die Halterung und durch die Klemme des Bremsseilhalters. Kontrolliere, ob die Bremshülsen fest in den Fassungen des Bremshebels, des Y-Verteilers und des Bremssattels sitzen. Spanne den Bremsseilhalter so weit vor, bis die Bremsbeläge fest auf der Einstellhilfe aufliegen und fixiere das Bremsseil anschließend, indem du die Schraube mit dem Innensechskantschlüssel festziehst. So, liebe Einsitzerbesitzer, ab jetzt montieren wir wieder gemeinsam. Aktiviere nun die Fußparkbremse. Entferne jetzt das Klebeband um die Blattfedern. Nun kannst du die kleinen Füßchen anbringen, damit dein Kirido auch ohne Reifen nicht auf den Rotoren der Scheibenbremse steht. Nutze hierzu die beigefügten kleinen Schrauben und einen Kreuzschraubendreher. Wir entfernen als nächstes die Einstellhilfen der Scheibenbremsen. Dazu löst du ganz einfach die kleinen Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel der Größe 4. Anschließend kannst du die Rotoren der Scheibenbremse einsetzen und anschrauben. Beachte dabei die Drehrichtung der Rotoren. Nutze auch hier die kleinen Schrauben und natürlich den Innensechskantschlüssel. Jetzt geht es auch schon in den Endspurt und dazu drehen wir unseren Kidco Sport wieder richtig herum. Es fehlen noch die Laufräder. Stecke diese in die dafür vorgesehene Aufnahme.
Achte dabei auf die richtige Ausrichtung. Nimm das Buggyrad und steck es in die Buggyradaufnahme. Drücke dabei auf den Knopf der Buggyradaufnahme. Beim Befestigen sollte es hörbar klicken. Hat es geklickt? Super, dann sind wir nur noch wenige Handgriffe von unserem fertigen Kirido entfernt. Jetzt kannst du die Deichsel unter der Kabine deines Kitco Sport verstauen. Dafür musst du sie von hinten in die Deichselaufnahme stecken. Ziehe am Verriegelungsknopf und halte gleichzeitig den hinteren Knopf gedrückt. Endspurt, wir haben es fast geschafft. Schnapp dir jetzt noch schnell die Kopfstütze und klette sie in deiner Wunschhöhe fest. Zuletzt befestigen wir noch das Rücklicht. Schiebe es auf den mitgelieferten Adapter und spanne es um die linke Seite des Schiebegriffs. Es ist geschafft. Wenn du jetzt die Fußparkbremse löst, kann dein erstes Kirido-Abenteuer sofort beginnen. Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit deinem Kitco Sport und sollten noch Fragen offen sein, sind wir natürlich für dich da. Schreib uns einfach eine Mail an die info@kirido.de.